So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir die Spiegelwelt kurzzeitig besucht, sind allerdings direkt wieder gescheitert, was ein bisschen ärgerlich war, aber was will man tun? Ne? Man sucht sich ja nun mal nicht aus, wie das läuft. So. Okay. Eine ganze Münze haben wir hier rausbekommen. Der Chubby Boy hier ist jetzt auch nicht gerade was, was ich unbedingt sinnvoll finde. Das war für die Challenge mit Bethany, war das richtig gut. Aber jetzt im Normalfall, gut, er droppt halt rote Herzen. Insofern ist es nicht schlecht. Ne? Alle paar Räume droppt er rote, halbes rotes Herz oder so. Ne? Es ist nicht verkehrt, deswegen spiele ich mal weiter. Aber ist jetzt nicht so das Top-Item, wo ich sage, boah, gut, dass wir den haben. Na, so ist jetzt nicht. Okay. Wenn du explodierst, dann würde ich es feiern, wenn du da... Nee. Ja, okay. Du explodierst nicht nur, du teilst dich in ganz viele Explosionen auf. So, okay, hier ist nichts Spannendes. Gehen wir wieder raus. Cool. Haben wir das auch erlebt. Sensationell. Dann gehen wir zum Boss und dann war es das auch schon mit der Ebene. Hat irgendwie im Sonnenstudio, der sieht so gebräunt aus. Ja, das ist... Ah, das ist der Feuerdings, der andere, ne? Yo! Dude, wie oft willst du jetzt noch hier Blödsinn machen? Mach dich weg. Nice. Ist HP ab. Sehr schön. So, ich bin jetzt mal so frei. Und hol mir das schwarze Herz hier. Ich denke, die Investition kann man mal tätigen. Es ist schließlich ein Schutz anderer Herzen. Ne? So. Abflug. Und die roten Herzen schützen ist ja sinnvoll für Satan-Deal und Engel-Deal. Deswegen denke ich, ist es so rum besser. Okay, Itemraum. Hä? 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 Ach so. Das ist wieder dieses Wasser, was einen zurückschickt. Okay, das sind diese Tränen, die um mich rum so dingsen. Die waren eigentlich ganz cool. Nee, Quatsch, sind's nicht. Das ist was anderes. Da ich neugierig bin, nehmen wir das hier mit. Okay. War jetzt nicht das, was ich unbedingt... Wobei, wenn wir mal irgendwohin fliegen sollten, wollten, könnten, dann ist es eigentlich gar nicht so dumm. Okay. Rote Herzen zu blauen umsetzen. Warum nicht? Ist immerhin ein Guppy-Item. Und Guppy-Item zu haben, ist gut. Aber ich glaube, ich würde es nicht mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich. Okay. Das ist passiert. Nice! Wie passend. Einfach mal eine Kampfpille einzusammeln. Kam jetzt genau richtig. Cool. Oh, Hämatemesis, okay. Nein, wir nehmen den Lockpick weiter mit. Jetzt ist die Frage, aber ich würde schon die Scissors weiter mitnehmen. Da kann ich dann zwischendurch mal eine Runde fliegen. Das ist nicht...
verkehrt. So, wir brauchen zwei Bomben. Wir müssen in der Ebene zwei Bomben zusammenbekommen. Sollten wir also hinkriegen. Also selbst wenn jetzt im Shop zum Beispiel Bomben zu kaufen sind, dann würde ich mir die Bomben einfach... Aua! Würde ich mir die Bomben einfach holen. Nur dass ihr es schon wisst, dass ihr euch da nicht wundert, wenn ich plötzlich Bomben hole. Wisst ihr Bescheid. So. Aua! Lass mich doch von solchen Witzfiguren hier nicht abschießen. Ist doch nicht. Jetzt nicht so das schwierigste Muster, was wir haben. Geh halt kaputt. Danke. Okay. Wir kommen einmal gratis rein. Oh, ich... Ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung. Ich dachte, ich fliege dann als Kopf rum. Ich fliege da ja gar nicht. Das ist... Oh, das... Okay, ich hab das irgendwie mit was anderem verwechselt, glaube ich. Dann nehmen wir die Tatze mit. Ich habe das mit was anderem verwechselt. Das ist ja gar nicht so cool. Ich dachte jetzt nämlich, ich fliege jetzt hier schön rein mit meinem Kopf. War nix. So, da ist... die sind unsichtbar. Ich hasse die. Ach, und er ist der Typ, der nur losgeht, wenn man ihn trifft. Okay. So, gib mir Bomben. Ja, jetzt habe ich halt wieder das Ding mit der einen Bombe. Ja, lieber eine, bevor ich gar keine habe. Aber ich brauche halt nochmal eine Bombe. Da ist schon der Boss. Will ich jetzt mein halbes Herz opfern für... Ne, wir spielen erstmal den Boss und dann sehen wir weiter, wie viele Herzen dann hier noch rumfliegen. So ein Ding ist das. Bruder! Haben wir den eigentlich schon mal? Der kommt mir ein bisschen unbekannt vor. Aua! Ah, das ist ja auch der erste Boss in Droll, ne? Ich glaube, in Droll hatten wir noch keinen Boss bisher geschrieben. Ich glaube, in Droll hatten wir bisher noch keinen Boss. Ja, nee, und die Tatze mitnehmen ist schon alleine besser. Weil selbst wenn du bei einem halben roten Herz bist, kannst du halt immer noch deine Container in zwei blaue Herzen verwandeln. Bevor du tot gehst, machst du halt das. Zwar ist dann das HP weg, ist klar. Aber bevor du drauf gehst, hast du halt einen Backup. Ich würde gern dieses rote Herz da oben einsammeln. Wenn es erlaubt ist, danke. Okay. Okay, du kannst durch die Gegend springen. Ich verstehe das. Das machst du auch ganz toll. Ich fände es allerdings schön, wenn du es nicht mehr machen tun würdest. Nein. Nein. Alter, wo, ach so, die kleinen gibt's noch. Ich wollte gerade sagen, was trifft mich denn hier? Oh ja, nice. Damage up, bang. Gute Damage up. So. Wir haben ein halbes Herz. Wir haben... Okay, eineinhalb Herzen. Wir gehen auf jeden Fall in die Truhe. Wir gehen auf jeden Fall mal eben an die Truhe. Für ein Trinket, was ich nicht nutze. Stabil. Na gut. Es war ein Versuch. Jetzt gehen wir noch in den Stachelraumi. Okay, da könnte ich jetzt schon eher Glück haben und Bomben bekommen. Oder sowas. Irgendwas Cooles. Oder ein neues Guppy-Item. Noch ein Guppy-Item wäre natürlich auch eine nette Sache. Oder blaue Herzen wären auch eine nette Sache. Was nicht so nett wäre, wären Trollbomben.
Da habe ich gerade eine schlechte Erfahrung gemacht. Die muss nicht nochmal sein. Okay. Nice! Zwei coole Sachen auf jeden Fall mitgenommen. So. Da drüben liegt noch ein Herz rum. Problem, wir haben bisher nur eine Bombe. Brauch unbedingt noch eine Bombe. Auf irgendeine Art und Weise muss ich noch eine Bombe bekommen. Na gut. Gehen wir weiter. In der nächsten Ebene brauchen wir eine Bombe. Weil zwei Bomben brauche ich, um diese Tür zu sprengen. Nach dem Boss. Dross 2. Kann ich mich jetzt wirklich direkt treffen lassen? Come on. Ja, alles klar. Es gibt wieder einen Spiegel. Dann gibt es auch wieder ein weißes Feuer. Nein, wir werden das weiße Feuer nicht nutzen. Diesmal nicht. Nein! Auch wenn du sofort kommst, weißes Feuer. Diesmal nicht. Das werden wir wann anders ausprobieren. Da habe ich jetzt noch zu viel Respekt vor. Ich wollte es kurz sagen. Ich sehe diesen Stein. Aber ihr wisst, ich brauche meine Bomben. Ich werde den jetzt nicht sprengen. Auch wenn natürlich ich weiß, dass da alles Mögliche drin sein könnte. Ich werde den jetzt nicht sprengen. Ich brauche meine Bomben. So leid es mir tut. Ich werde auch den jetzt nicht nutzen. Ich brauche meinen Schlüssel. Sollten wir mehr Bomben bekommen, erinnere ich mich an den Stein. Ne? Aber solange wir nicht mehr Bomben haben, wird sich in die Richtung nichts tun. Ja. Das war dann schon der Weg zum Boss. Und hier ist Shop sowohl als auch... Ah, im Shop könnte ich auf jeden Fall ziemlich... Also im Shop müsste ich ziemlich sicher noch eine Bombe bekommen. Jetzt spielen wir erstmal den Raum hier. So. Zack, 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 zack. Alter, was willst du? Willst du Stress? Kannst du haben. So. Nice. Ah, Bombe! Nehme ich auch, so ist es nicht. Okay. Erstmal Shop. Nee, oh Gott, ich habe nur einen Schlüssel. Scheiße. Ich habe nur einen Schlüssel. Was mache ich jetzt? Ich brauche eine zweite Bombe. Die Wahrscheinlichkeit, eine zweite Bombe zu bekommen, ist eher im Shop. Ich muss auf das Item verzichten. Ja, Scheibenhonig. Vielleicht kriege ich ja auch nochmal einen Schlüssel. Ich krieg hier einen Schlüssel, aber ich krieg keine Bombe. Ich bin jetzt hier rein, um mir einen Schlüssel zu kaufen, um den Itemraum zu besuchen. Ich hab dafür einen Schlüssel geopfert. Das ist nicht die Reihenfolge, wie sie sein sollte. Okay. Das eine Item bringt mir auf jeden Fall keine Bomben. Das andere Item könnte mir Bomben bringen. Insofern probieren wir es aus. Habe ich jetzt eigentlich immer ein Zusatz-Item zur Auswahl? So nach... Okay, jetzt zeigst du mir die Pillen an. Ja, gut.
Das passt natürlich zu Kane, weil er kriegt gute Pillen und jetzt zeige ich euch auch, welche Pillen es sind. Das passt zu Kane ganz gut. Aber ich brauche dafür verflucht nochmal, ich brauche eine zweite Bombe. Ich habe noch den Stachelraum. Und ich habe noch den. Okay, den Raum kann ich nicht nutzen. Joa, ne? Tja. Das war's dann an der Stelle auch. Wahrscheinlich komplett Terrine. Mal gucken. Oh, ich habe noch eine andere Idee. Oh, ich habe noch eine ganz blöde Idee. Ich habe gerade eine ganz, ganz blöde Idee. Aber die werden wir ausprobieren, sollte ich jetzt keine Bomben bekommen. Weil wenn ich jetzt keine Bomben bekomme, kann ich eh nicht weitermachen. Dann kann ich eh nicht in die Minen gehen. Okay. Also, wir müssen den Stachelraum natürlich jetzt ausprobieren. Das ist unsere letzte Hoffnung. Dann habe ich noch eine Idee. Aber... okay. Was ich gerade denke, ist saudumm. Was ich gerade denke, ist saudumm, aber es könnte funktionieren. Was ich gerade denke, ist saudumm. Also wirklich saudumm. Aber ich muss es probieren. Ich habe hier nur das Feuer, schade. In dem Fall sollte ich es nicht machen. Ey, ich habe gerade echt blöde Ideen. Ich habe gerade echt blöde Ideen. Komme ich so an Schlüssel ran? Hat halt echt funktioniert, ne? Es ist halt echt ein gefährliches Item. Aber es hat funktioniert. Oh mein Gott. Komm nicht auf mein Leben klar. Ich komme nicht klar, dass das funktioniert hat. Ich meine, dafür habe ich jetzt den blöden Tower-Effekt dabei. Aber wir haben es ja durchgeschafft. Ich komme nicht klar. Oh Mann. Okay. Gut. Abflug. Abflug. Eieieiei. Also. Ja. Ja, und um hier jetzt durchzukommen, brauchen wir am Schluss Herzen. Insofern passt die Geschichte. Da müssen wir uns jetzt nicht um irgendwas kümmern, da brauchen wir einfach Herzen. Hallo, geht ihr mal kaputt? Ach, komm schon. Geh halt nicht jetzt hier. Halt mich halt nicht auf. So. Aber ich will eigentlich... nee, ich will den Lockpick weiter mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich. Den Lockpick hätte ich schon gerne weiterhin dabei. So ist es nicht. So.
Okay, eine ganze Münze kam dabei raus. Ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Stein anschauen. Ich habe eh keine Bomben. Von daher ist es gut. Ich muss halt böse aufpassen, sobald ich getroffen werde. Ne? Muss ich halt böse aufpassen, dass ich einen Abflug mache. Alles andere wird echt riskant. Was machst du denn? Jetzt nichts mehr. Besser ist es. Jetzt habe ich eine Bombe. Da ist mein Item drauf. Aua. Okay. Okay. Oh, ach so, wollte gerade sagen. Ich hab gedacht, das war ein HP-Up. Es war was anderes. Scheiße. Was ist das? Milch? Wenn ich getroffen werde, werde ich verschüttet oder wie? Was passiert dann? Hab's vergessen. Ist schlecht, wenn die verschüttet wird. Don't cry over it. Klingt so, als darf die nicht verschüttet werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Wir werden sehen, sobald wir getroffen werden. Das wird nicht so lange auf sich warten lassen. Bin ich ziemlich sicher. Yo, was zum... Ich will jetzt weder Java installieren, noch möchte ich, dass jetzt hier meine Firewall... Alter, verzieh dich. Bricht mir einfach das Spiel hier fast zusammen. Okay. Gehen wir erst zum Boss. Gehen wir erst zum Boss. Oh, das ist dieses Ding! Meine Milch verschüttet. No. Gute Milch. Ich glaube, wenn man die Milch also durch die Ebene bringt, ich glaube, dann kriegt man HP ab dafür. Kann es sein? Ist das irgendwie sowas gewesen? Irgendwie verbinde ich die Milch mit HP ab. Ich weiß nicht warum. Irgendwie verbinde ich die Milch mit dem HP ab. Ich glaube, man darf da nicht getroffen werden und wenn man die verschüttet, dann gibt es keinen HP ab mehr. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht irre ich mich auch. Ach Mist. Alter, kannst du dich am Rand jetzt mal verpissen? Du nervst mich. So. Ja, das ist jetzt halt eine echt schlechte... Gut. Das ist ein... Ja, das ist halt eine echt... Junge. Das ist halt eine echt schlechte Stage. Für diesen Tower-Effekt. Ah! Naja. Es hat funktioniert mit dem Tower. Leider hat es sich nicht ganz so gut dann ausgezahlt. Okay, das ist neu, kenne ich noch nicht. Yo, listen! Okay, das zieht auf Navi ab. Was kannst du? Erzählst du mir irgendwas zu Gegnern oder so? Ach, zeigst du mir den Geheimraum? Yo, listen. Cool. Also auf jeden Fall zeigt sie schon mal mindestens den Geheimraum. Die Navi. Was zeigt sie mir sonst noch so? Okay, hier zeigt sie mir gar nichts. Erzählst du mir zu dem Gegner was? Nee, also... Ist die nur für Geheimraum? Oder kann die noch... Oh!
Oder kann die noch mehr? Vielleicht kann sie noch mehr. Ich bin mal gespannt, was sie noch so, ob sie noch bei irgendwelchen anderen Sachen reagiert. Oder auch nicht reagiert. Mal, also hier scheint sie relativ uninteressiert zu sein. Okay. Wir werden mal beobachten, was Navi noch so kann. Oh Gott, das war dumm. Aber der Raum geht jetzt schön schnell, weil wir die Bomben haben. Wird es uns alles ewig da, okay. So, da kam Navi einmal um die Ecke geflogen. Oh, es dauert 3 Jahre, die Feuer alle kaputt zu machen, aber ich muss. Jede einzelne Feuer kann eine Münze geben. Münze. 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 Okay, dann halt nicht. Ah, okay. Das letzte Feuer gibt dann doch noch gnädigerweise eine Münze. Sensationell. Nice. Problem ist, was ich jetzt habe, ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Ach, ich habe ja Lockpick. Ich zahle ja keinen. Ich zahle ja keinen Schlüssel für da reinzugehen. Okay. An sich brauche ich die blaue Map jetzt eigentlich gar nicht, weil ich ja Navi habe. Ich würde, ich könnte es mir jetzt eh nicht leisten. Von daher ist es wurscht. Aber auch grundsätzlich wird es nicht gehen. Okay. So. Langsam darf dann gerne mal der Boss kommen. Wir sind doch nur im Keller. Alter, wie viele E-Mails wollt ihr mir noch schicken heute? Aha. Da ist wieder mein Schulgong. Aha. Fühle ich den Raum? Fühle ich sehr. Okay. Ich habe die Steine untersucht. Ich habe leider keinen speziellen Stein gefunden. Schade. Gut, also Stachelraum ist auf jeden Fall schon mal für uns eine Option. Gleich erstmal Boss machen. Navi, kannst du mir beim Boss helfen? Kannst du da irgendwas? Oder bist du wirklich nur für Geheimräume zuständig? Bisher ist sie wirklich nur für Geheimräume zuständig. Na gut. Lass wir es mal so stehen. Vielleicht kann sie bei irgendwas noch reagieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob sie bei irgendwas noch reagiert. So, ich mache hier schon mal auf, dass ich nicht gleich irgendwas vergesse. Und jetzt gehen wir aber noch vorher in den Stockelraum. Stockelraum, Stockelraum, Stockelraum. Hier die Steine noch kurz abgucken. Aber ich sehe keinen speziellen Stein. Guck mal, hier kann ich mal sprengen. Geld! War hier noch was zum Sprengen im Nachhinein. Ach, guck mal. Gar nicht gedrückt. Oh ja, das hat's gebracht. Das hat's böse gebracht, den Knopf zu drücken. Okay, was soll's. So, Stachelraum. Sei gut. Ich hab genau 2 Herzen. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt... Der Pakt gibt mir Damage. Aber ich glaube nicht Herzen. Ich glaube, der Pakt... Ich muss kurz den Pakt nachlesen wieder. Lese immer den Pakt nach. Ah, doch, 2 schwarze Herzen kriege ich vom Pakt. Aber dann... Will ich das? Will ich das riskieren? Es ist halt ein Damage-Up. Es ist gar kein schlechtes Damage-Up.
Nee. Nee. Wir riskieren das nicht. Wir riskieren das nicht. Leid's mir tut. Ansonsten wäre der Pakt halt schon eine Option. So ist nicht. Aber in dem Fall. Also wir werden es ja jetzt ja sehen. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich hätte es jetzt genommen und ich hätte jetzt zwei schwarze Herzen dabei. Ja, das heißt, ich dürfte jetzt dreimal getroffen werden, beim vierten Mal bin ich tot in der nächsten Ebene. Ich wollte es nur kurz sagen. Wenn ich jetzt rote Herzen einsammle und dadurch geheilt werde, sterbe ich ja nicht. Aber wenn ich viermal getroffen werde, wäre ich tot. Okay, Downpour XL. Okay, zwei Bosse auf einmal. Na gut. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Da ist schon mal der Stachelraum. Da wäre der erste Hit gewesen. Das ist jetzt nicht passiert. Da war der zweite Hit. Der war allerdings sehr ungewollt. Da ist einfach schon der Boss. Willst du mich foppen? Du willst mich doch komplett foppen. Ja gut, eine Bombe für zwei Bomben. Klingt nach einem Deal. Weißes Feuer. Oh nein, 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 oh nein. Lass das mal. Okay. Weißes Feuer kann mich mal kreuzweise. Oh, guck mal. Sie ist hier auch wieder aktiv. Okay, ich nehme mal eins mit, weil ich meine, ne, ich habe zwar nur zwei Herzen, aber also es ist eigentlich blöd, das zu nehmen, aber dann bin ich wieder aufgeladen. Also, mit den schwarzen Herzen wären wir hier nicht durchgekommen. Garantiert nicht. Ich hätte jetzt noch ein schwarzes Herz. Eins. Und auch dieser Regenbogen-Kackhaufen hätte mir nichts gebracht, weil der ja nur rote Herzen auffüllt. Okay, da ist... sind beide Itemräume. Nice, es ist einfach alles auf einem Haar. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich noch ein halbes schwarzes Herz. Jetzt wäre ich tot. Seht ihr, das meine ich. Können wir bitte nicht jetzt hier drin sterben in dem Raum? Was zur Hölle? Jo, das war ein bisschen knapp gerade, ne? So, sind hier irgendwelche spannenden Steine? Erstmal Steine gucken. Also, ich sehe auf die Schnelle keinen spannenden Stein. So, zwei Itemräume. Den Infestation Shot kann man mal mitnehmen. Das andere ist halt, ne, Fragezeichen gewesen. Weiß man mal nicht. Infestation Shot ist nicht verkehrt. Oh! Tech, 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 Tech. Achso, das ist... Ah, das sind meine. Ey, aber energietechnisch nicht so geil, ne? Ich gehe jetzt erstmal zurück in den Raum mit den Herzen. Und gib mir da ein Herz. So. Aber so geil ist der One bisher nicht, ne? Das war, dass es aufgeladen wird, das Spacefire-Item, wenn ich getroffen werde.
Ich hab kein Spacebar-Item. Jetzt hier nicht wirklich die Verwendung für irgendwas. Das war okay. Wo ist der Spiegelraum? Alter! Okay. Da ist der Spiegelraum. So. Jetzt. Passt auf. Folgendes. Der One ist eh nicht so geil. Der One ist eh nicht so geil. Wir gucken jetzt nochmal, was passiert. Ich gehe jetzt erstmal hier schön mir meine Herzen komplett noch ruinieren. Und dann schauen wir einfach mal. Wie es uns ergeht, wenn wir das Ganze jetzt mit der Variante nochmal spielen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, weil der One ist eh nicht so genial bisher. Ich weiß, ich habe hier Dings und so weiter, ne? Technology ist ganz cool, aber ich möchte jetzt mal gucken, wie weit ich hier komme. Bin gespannt. Und das Ding ist ja, da war mein Hit. Also ich habe irgendwie, habe ich doch einen Hit, habe ich gut. Den habe ich vorhin irgendwie nicht gespürt, diesen einen Hit. Weiß es nicht. Und das Ding ist halt, ich kriege jetzt nochmal zwei Itemräume gleich auf einen Schlag. Ja, und das ist schon ganz cool. Ich muss nur hinkommen. Und das ist das Problem. Der Raum, der jetzt kommt, um erst zu einem Itemraum zu kommen, der ist halt kritisch. Aber dadurch, dass ich fliegen kann, hoffe ich halt, dass ich da ganz gut durchkomme. Dass ich jetzt nicht hier einfach abgeschossen werde. Brutal. Und mit Infestation Shot mache ich halt auch ganz gut, ganz gute Sachen. Okay. Oh, und jetzt können wir zwei Itemräume besuchen. Oh, die sind sogar offen. Ich brauche in der Spiegelwelt brauche ich keine Schlüssel nutzen. Oder das liegt daran, weil ich. Oh. Ach so. Okay, es gibt in der Spiegelwelt immer das Knife Piece 1. Oh shit, muss man das zweimal machen, dass man so Knife Piece 2 noch bekommt. Oh damn, und der ist auch. Okay, das ist dann immer leer. Okay. Dieses Knife Piece. Okay, ich verstehe. Dieses Knife Piece, das ist das, worum es in der Spiegelwelt geht. Weil das habe ich das letzte Mal auch bekommen. Ich dachte, das war Zufall. Ist nicht Zufall. Es geht um dieses Knife Piece 1. Und dann gibt es sicherlich noch ein Knife Piece 2. Man muss das also zweimal machen. Man muss zweimal die Spiegelwelt durchstehen. Was ist denn jetzt, wenn ich wieder zurückgehe durch den Spiegel eigentlich? Komme ich wieder in die normale Welt zurück? Wait, dann lebe ich wieder. Geht es nur darum, das Knife Piece 1 zu holen? Also, beziehungsweise die Knife Pieces? Okay. Ich dachte jetzt, ich muss so die Ebene abschließen. Das heißt, wir können jetzt trotzdem ganz normal weiterspielen. Interessant. Dann probieren wir es mal. Wenn ich jetzt also nochmal irgendwo die Möglichkeit mit dem Feuer bekomme, dann muss ich das nochmal machen und dann kriege ich vielleicht dieses Knife Piece 2. Vielleicht schaltet er da schon irgendwas frei. Wäre ja möglich. Nämlich ein Knife. Keine Ahnung.
Ich meine, es gibt ja schon Mom's Knife und solche Sachen, aber... Wow, hi. Aber vielleicht... Aua. Geht ja noch mehr. Ah, jetzt kommt der vom Rand gleich raus, ne? Du Drecksack. Oh, meine Karte ist weg. Ich darf hier nicht rumstehen. Geh weg. Passe dich. Fuck. Nein. Da unten kam ich nicht raus. Oh, das war ein dummer Kampf. Aber meine Karte ist weg gewesen. Ich hatte doch das Sun zum Heilen. Wann habe ich die denn wieder abgelegt? Reise. Die habe ich irgendwann abgelegt. Keine Ahnung. Ach, Käse. Ach, Käse. Okay, aber dann würde ich fast... Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann versuchen, über die Spiegelwelt jetzt was zu erreichen. Ich kann versuchen... Oh, Mann! Jetzt, wo ich das weiß, weiß ich aber, wenn ich in der Spiegelwelt des Knife Piece 1 gefunden habe, gehe ich zurück. Und gehe nicht erst zum Boss oder sonst irgendwas. Sondern ich gehe zurück. Ach, so eine Kacke. Na gut, wir haben einen Erkenntnisgewinn. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.